Vielleicht ist dieses Video das Wichtigste, was du jemals auf meinem Kanal gesehen hast. Vielleicht aber auch nicht. Heute ist der 1. September 2022. Ich habe ein Live-Webinar gegeben und ich wurde gebeten, eine Aufzeichnung aufzunehmen. Ich habe mir überlegt, ob ich das auf meinen Business-Kanal Netzwerker TV hochladen soll oder hier bei uns. Unser Kanal heißt Freiheit Business und Pura Vida. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich dir diese Information nicht vorenthalten möchte. Wenn du dich nur für meine Reiseabenteuer interessierst, es gibt 150 weitere Videos aktuell, die dir besser gefallen werden. Die Aufzeichnung von diesem Workshop wird dir überhaupt nichts bringen. Wenn aber auch du Interesse hast, mit deinem Business voranzukommen, wenn du mehr Geld, mehr Kunden brauchst, um so zu reisen, wie ich es tue, dann ist das vielleicht eine der wichtigsten Informationen für dein Business, für dein Berufsleben überhaupt. Ich habe heute präsentiert die Netzwerker Champions League, die Masterclass of Networking als Online-Akademie. Denn Netzwerken ist die wichtigste Eigenschaft, die du in deinem Business brauchst. Und wenn dich das interessiert, dann nimm dir diese Zeit, dir dieses Video anzusehen. Es wird dich in deinem Business richtig voranbringen. Wenn es dir gefällt, gib mir gerne ein Like und schreib mir einen Kommentar unten drunter. Und wenn es dich nicht interessiert, alles ist gut, du musst nicht kommentieren. Schau dir einfach andere Videos an. Da sehen wir uns wieder. Bis dahin, viel Spaß. Buenas tardes und herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Webinar. Großartig, dass ihr dabei seid. Ich schaue hier schon ganz gebannt auf die Teilnehmerzahl. Es ist ja abgefahren, wie viele von euch hier dabei sind. Habt ihr alle Platz? Ich weiß nicht, ob die Stühle reichen. Ja, würde jetzt am liebsten euch alle persönlich begrüßen, aber ich scroll gerade, da brauche ich dann relativ lange, deswegen überspringe ich diesen Teil. Ich beglückwünsche dich herzlich, dass du heute deine Prioritäten gesetzt hast, um in diesem Webinar live dabei zu sein. Ich weiß nicht, wie das Wetter gerade in Deutschland ist. Bei uns in Kolumbien haben wir Sonne, aber wir haben auch erst 13 Uhr. Ich gehe davon aus, dass ihr auch heute wieder einen schönen Spätsommerabend habt. Da hättest du tausend andere Dinge tun können, im Garten gehen, grillen, Biergarten. Aber du hast dich entschieden, heute hier in diesem Live-Webinar dabei zu sein, um heute einen wichtigen Schritt für dein Business, aber auch für dein Privatleben zu gehen. Ich finde das richtig großartig. Däumchen von mir rauf. Schön, dass ihr da seid. Ja, und ohne jetzt jeden Einzelnen begrüßen zu wollen, selbst Dubai ist zugeschaltet. In Panama ist zugeschaltet. Jawohl, wir sind richtig weltweit heute. Krieg schon glasige Äuglein. Ja, der Chat, den habe ich diesmal rechtzeitig freigeschaltet, dass jeder mit jedem sprechen kann. Wir werden das heute interaktiv machen. Ihr könnt euch einen Zettel, ein DIN A4-Blatt und einen Stift nehmen, weil ich heute zumindest zwei Dinge mit euch gemeinsam durchgehen möchte, dass ihr von diesem Webinar heute richtig etwas mitnehmen könnt. Das heutige Webinar ist eine Präsentation der Online-Akademie, der Masterclass of Networking. Ja, und selbstverständlich kann man die am Ende dieses Webinars auch erwerben. Insbesondere begrüße ich die Mitglieder von unserem Empfehlungsteam, die heute am Ende des Abends eine sehr große Überraschung erleben dürfen. Und ja, darauf freue ich mich mit euch gemeinsam. Es werden immer mehr kommen ins Webinar rein. Großartig. Den Chat habe ich im Blick. Ich werde dort immer wieder einmal hineinschauen und eure Fragen dann auch gerne beantworten. Stellt euch mal heute so auf in etwa 90 Minuten ein. Es gibt viele Informationen, viele wichtige Informationen und es lohnt sich heute für euch. Die Champions League der Netzwerker, mir wäre nicht bekannt, dass es irgendein Programm in dieser Qualität
geben würde im gesamten deutschsprachigen Raum. Und ich freue mich, euch das präsentieren zu dürfen. Unsere Inhalte, warum der alte Vertrieb scheitert, damit meine ich explizit Online-Marketing, warum diese Zeit vorbei ist, warum Networking die wichtigste Eigenschaft für das Business ist, was ist überhaupt Netzwerken, dann kommt was ganz Spannendes, der Empfehlungscheck. Du wirst erfahren, warum du aktuell Empfehlungen bekommst oder noch nicht die Empfehlungen bekommst, die du dir wünschst und was du daran ändern kannst. Ja, und die Champions League der Netzwerker, was du tun kannst, um diesen Erfolg noch einmal zu steigern. Ich möchte an dieser Stelle einige von euch verabschieden. Yo, möchte ich. Es ist hier ohnehin schon recht voll. Ich bin ein Freund von Zeitkonsequenz und einige sind in der falschen Veranstaltung. Und da bin ich ein totaler Freund von Offenheit, von Ehrlichkeit, von Transparenz und möchte euch das gleich sagen. Diese Veranstaltung ist für Teamplayer. Die beiden, die wir hier auf dem Bild sehen, ich sag mal die postmodernen neuen deutschen Bundesbürger, die gegeneinander arbeiten, die sich gegenseitig nichts gönnen, die sich gegenseitig kaputt machen. Und so eine Scheiße sehen wir jeden Tag in Facebook. Wenn du so denkst, winke, winke, du bist kein Netzwerker, wenn du so denkst. Mach lieber Dschungelcamp an oder Dieter Bohlen, was gerade im Fernsehen läuft. Diese Veranstaltung ist für Teamplayer. Eines von den Dingen, die ich überhaupt nicht leiden kann, das sind diese Übernacht-Reichwerde-Coaches. Ne, diese ganzen Herrmänner und Dirks und B-Brüders und wie sie alle heißen, auch ihr seht das wahrscheinlich in eurem Facebook-Feed. Oh, du musst nur dies, du musst nur das und 100.000 Euro jeden Monat verdienen. Wenn du so etwas suchst, nö, ist mit Netzwerken absolut möglich, gar keine Frage. Aber so eine Aufschneiderei mache ich nicht. Netzwerken bedeutet säen und ernten. Das, was wir hier tun, ist etwas höchst Seriöses und das bedeutet Geduld mitbringen. Wenn du keine Geduld hast, dann doch lieber der Biergarten. Was wir heute tun, wir richten uns an Netzwerker, an Selbstständige, an Verkäufer, an Unternehmer, die entweder mehr Kunden haben möchten oder auch bessere Kunden. Einige von uns möchten Arschlochkunden eintauschen gegen Kunden, die besser zu ihnen passt. Was Netzwerker gemeinsam haben, wir haben keine Lust auf Online-Hypes. Andauernd wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Jetzt müssen wir alle hier einen neuen Account und TikTok und so Videos rumhoppeln und hier einen Funnel und Newsletter schreiben. Nee, brauchen wir alles nicht. Als Netzwerker mögen wir keinen Belästigungsvertrieb. Wir möchten anderen nicht irgendwas aufschwatzen. Wir gehen gerne zu Netzwerkveranstaltungen, insbesondere wenn du in organisierten Netzwerken bist, wie dem BNI, wie dem BVMW, dann bist du hier goldrichtig. Und wenn du bessere Ergebnisse in weniger Zeit möchtest. Ich sehe an den Namen, dass nicht alle von euch mich kennen. Daher möchte ich mich mit einer einzigen Folie kurz selbst vorstellen. Ich werde eingeladen als Speaker zu Universitäten, um dort Studenten das Netzwerken beizubringen. Verbände laden mich ein, Institutionen laden mich ein. Messeveranstalter laden mich ein, um dort über die beiden Bücher zu referieren, die ich publiziert habe, das Praxishandbuch für Netzwerkveranstaltung und die Empfehlungsformel. Ich gebe das Umsetzungsseminar, die Empfehlungsexplosion, leite Mastermind-Gruppen und die Masterclass auf Networking, jau, ab heute auch in der Online-Akademie und das deutsche Fernsehen hat mein Tun und Wirken mit einer Dokumentation von immerhin 15 Minuten gewürdigt. Ja, und so tiefenentspannt, wie ich hier gerade im Bett von meinem Hotelzimmer in Medellin, Kolumbien sitze, darf ich von mir behaupten, dass ich die absolute Nummer 1 bin im Business-Networken im gesamten deutschsprachigen Raum. Mal alles auf einen Blick.
Ich denke, viele von euch waren schon mal bei unserem Online-Business-Speed-Dating. Wer schon mal da war, gerne ein Ich in den Raum schreiben oder auch gerne in den Chat schreiben, wie es euch gefallen hat, das Business-Speed-Dating. Wir machen das 2 Tage in der Woche. Und das Online-Business-Speed-Dating, was ich vor 2,5 Jahren entwickelt habe, ist ein Teil von unserem Empfehlungsnetzwerk, von dem wohl effizientesten Empfehlungsnetzwerk im deutschsprachigen Raum. Allerdings hat diese 2000 Euro nicht jeder im Budget und deswegen gibt es nun die Masterclass of Networking in der Online-Akademie. Jawohl, der Start ist heute von Zero to Hero, egal ob du Vorerfahrung hast oder nicht. Das kannst du ab heute machen und damit durchstarten zu einem echt überraschend geringen Investitionspreis. Und das ist diese Präsentation. Warum der alte Vertrieb scheitert, ich sagte schon, damit meine ich explizit Online-Marketing, das ist vom letzten Jahrzehnt. Ich habe diesen Teil zuerst recht lang gemacht. Ich habe ihn jetzt deutlich gekürzt. Ich hoffe mit eurem Einverständnis, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Es ist mal ein eigenes Webinar gewesen zu diesem Thema. Und ich denke, du wirst diesem Punkt zustimmen, auch wenn ich es etwas prägnanter rüberbringe. Ich habe diesen Teil auch heute mit reingenommen, ihr Lieben, weil es mir wehtut. Mir tun die Menschen leid, die zu unserem Online-Business-Speed-Dating kommen, die das richtig toll finden, so wie ihr es ja auch gerade im Chat dort bestätigt, und dann sagen, jawohl, ich würde super gerne ins Empfehlungsteam reinkommen, aber ich habe jetzt gerade 7.000 Euro verloren bei jemandem, der mir LinkedIn zeigen wollte, habe keinen einzigen Kunden dadurch. Oh. Oder wenn ich höre, ja, mir hat jetzt einer Social Selling in Social Media verkauft, das bezahle ich immer noch ab, hat mir leider keinen einzigen Kunden gebracht. Traurig. Information. Emmy schreibt, ist leider Alltag geworden. Danke für die Zustimmung, Emmy. Wenn ihr mal bitte schaut in eurem Chat, da ist dieses blaue Fenster. Entweder schreibt ihr an Host und Diskussionsteilnehmer. Das bin ich. Ich bin der einzige Host. Ihr könnt das umschalten auf Senden an alle. Dann sehen das alle, so wie das Emmy mir gerade zugestimmt hat, dass solche Abzocker-Coach leider der Alltag geworden sind. Das haben jetzt die anderen nicht gelesen. Also idealerweise schreibt es so, dass es alle lesen können. Ja, deswegen gehe ich noch kurz auf diesen Teil ein, um euch, warnen ist ein negatives Wort, aber euch zu sensibilisieren, was nach meiner Beobachtung aktuell nicht mehr funktioniert. Und dazu habe ich eine Frage. Einige von euch kennen mein Umsetzungsseminar, die Empfehlungsexplosion. Und die beginnt mit genau dieser Frage. Da gehe ich auf die Bühne und noch nicht mal guten Morgen gesagt. Ich frage, woher kennst du deinen Lebenspartner, deine Lebenspartnerin? 3 Möglichkeiten. Wer hat seinen Lebenspartner auf der Straße angesprochen? Du, genau dich will ich haben und deswegen musst du mitkommen. In der Regel meldet sich ein Spaßvogel. Die anderen lachen. Und ich sage, hey, worüber lacht ihr gerade? Genau das ist Akquise. Das machen 100.000 Deppen jeden Tag. Nehmen das Telefon in die Hand, belästigen irgendjemanden. So gut, dass ich sie erreiche. Ne, rattern Telefonleitfaden runter und es nervt einfach nur. Und zwar alle Beteiligten. Oder die moderne Form, jemanden in Facebook oder LinkedIn anzuschreiben und direkt mit der Tür ins Haus zu fallen und das Haus gleich abzureißen. Grüß dich, Roman. Hast du aktuell noch Luft für weitere Kundenanfragen? Grüß dich, Sengor. Ja, Sengor. Wer von uns beiden braucht gerade Hilfe? Wer lässt sich denn dazu herab, mit solchen plumpen Sprüchen hier die Leute zu nerven? Das ist peinlich. Bitte mach sowas nicht. Ich frage weiter. Wer hat seinen Lebenspartner kennengelernt, indem er auf ein großes Plakat all seine Vorteile geschrieben hat? Was macht dich aus? Wofür stehst du? Worin bist du gut? Und hat darauf gewartet, dass genau dieser Mensch vorbeikommt, das Plakat liest und sagt, oh toll, da melde ich mich, dich will ich heiraten. Wer hat seinen Partner so kennengelernt? Hä? In der Regel wird wieder gelacht und niemand meldet sich. Hey, worüber lacht ihr? Das ist Marketing.
ein Multimilliarden-Euro-Budget, was zu 70, 80, 90% verpufft. Wir haben eine Unsumme Geld ausgegeben für dieses abgefahrene Plakat in der Hoffnung, dass es irgendjemand liest, der sich für Hafermilch interessiert. Toll, toll. Dritte Möglichkeit, wer hat seinen Partner kennengelernt? Auf einer Veranstaltung, über gemeinsame Kontakte, über gemeinsame Freunde, über ein gemeinsames Hobby? Ha? Und schon gehen im Live-Seminar die Hände nach oben. Ja, da muss ich doch fragen, wie kommen wir eigentlich zu dem Glauben, dass wir unsere Geschäftspartner auf eine andere Art und Weise kennenlernen als unsere Lebenspartner? Marketing-Hypes sind schnell überreizt. LinkedIn finde ich besonders anspruchsvoll. Hatte jetzt neulich mal wieder Geburtstag. Ich traue mich ja schon gar nicht mehr reinzuschauen. Da freut man sich, juhu, neue Nachrichten und dann jawohl, ich habe ein Angebot. Ist das grundsätzlich interessant für dich? Ne? Und alle mit demselben Spruch. Bäh. Die Hypes. Komm in meine Facebook-Gruppe. Gratis-Informationen, ja, und bald kommt das Verkaufsangebot. Gratis-Buch habe ich früher auch mal gemacht, so vor 6 Jahren. Mein Buch verschenkt gegen Versandkostenpauschale, die dann ungefähr so 7-mal so teuer ist wie das Buch selber. Die Bücher liest keiner mehr, die stapeln sich. Kostenlose Newsletter liest keiner mehr. Gratis-Infogespräch beziehungsweise Verkaufsgespräch. Online-Kongresse, jawohl, mit mehr Speakern als Zuhörer, ist völlig überreizt. Ich suche drei Führungskräfte, die 10.000 Euro im Monat verdienen wollen und einen, der 100.000 verdienen möchte. Bist du dabei? Kennt ihr diese Sprüche? Schreibt mal gerne in den Chat. Ja, kenne ich, bitte dich schon wieder. Hast du noch Platz für mehr Kunden? Kennt ihr diese Sprüche? Werdet ihr damit auch malträtiert und torpediert? Ja, glaubst du ernsthaft, das funktioniert noch, wenn das so viele andere seit Jahren schon machen? Das ist peinlich. Die Super-Duper-Techniken 2022. Komm in meine Facebook-Gruppe mit einem kostenlosen Gespräch. LinkedIn, Kunden melden sich bei dir. Oh mein Gott, ich habe da mal so eine Challenge mitgemacht. Musste ich jeden Tag irgendwie 50, 100 Leute anklicken. Ne, von wegen, die melden sich bei mir und wollen meine Kunden werden. Die fragen, was wollen Sie denn von mir? Ja, ich habe so eine Challenge mitgemacht. Da hat es geheißen, Sie wollen mein Kunde werden, wenn ich Sie anklicke. Wollen Sie das gar nicht? Ja, wie mit Ihnen reden? Da habe ich keine Zeit zu. Was für ein Quatsch. Die Leute reagieren genauso, wie ich auch reagieren würde. Facebook-Ads, Werbeanzeigen, verbrennst ein Vermögen mit, wirst ausgelacht dafür. E-Mail-Marketing, Verkaufstexten, Copywriting. Schönes Beispiel. Wie viele Newsletter liest du denn in der Woche? Schreib mal die Zahlen in den Chat. Wie viele Newsletter liest du? Ich lese, ich sag mal, einen halben. Es gibt zwei, die ich zumindest mal so irgendwie in der Postbox lasse, ohne sie zu lesen, falls ich mal irgendwann Zeit habe. Alle anderen bin ich froh, wenn sie mich nicht nerven. Da bin ich froh, wenn ich wieder rauskomme aus dem Newsletter. Und dafür lernen dann Menschen sogenanntes Copywriting. Kumpel von mir aus Sachsen. Seit 14 Jahren Texter, der hat das gerade hingeschmissen. Heute vor einem Jahr endete meine Karriere als Texter. Liest keiner mehr. Das ist die traurige Wahrheit. Schau mal gerade in den Chat. 0 bis 1, viele abbestellt. 0, 0, 0, 0, 0. Jawohl. Ja. Kennt ihr. Super. Danke für die Zustimmung. Im Übrigen, warum bist du hier in diesem Webinar? Ich sag dir zwei Möglichkeiten. Entweder du warst schon vorher in meinem Netzwerk, weil du mich irgendwo kennengelernt hast und dann dort als Mitglied von meinem Netzwerk gesehen hast, dass ich dazu einlade, über Social Media oder wo ich es dann eben gerade gepostet habe. Oder ich bin dir empfohlen worden von jemandem, der in meinem Netzwerk drin sind. Es gibt keine andere Option. Ich habe dich nicht angerufen, komm vorbei. Ich habe keine Werbung geschaltet. Entweder bist du eingeladen worden von einem meiner Kontakte oder du bist in meinem Netzwerk drin und kamst drin durch einen meiner Kontakte. Das ist es, was funktioniert. Richtig?
Also, wie willst du deine eigenen Kunden nerven? Klammer auf, ich hoffe gar nicht. Willst du dir irgendeinen Mist aus den Fingern saugen und das in Facebook posten, jeden Tag, damit irgendwer sagt, jawohl, ich kaufe das jetzt? Hast du da Bock drauf? Hast du da Zeit für? Willst du Leute in LinkedIn vollschreiben und nerven? Hast du da Bock drauf? Hast du da Zeit für? Willst du Werbung schalten und dich da gegen alle anderen durchsetzen? Willst du Spam-E-Mail schicken? Ich hoffe nicht. Wenn du da keinen Bock drauf hast, zeige ich dir jetzt die Alternative. Und ich sag dir was, Belästigungsvertrieb, das hat sehr viel mit Karma zu tun. Wenn du nicht genervt werden möchtest, wenn du nicht von irgendjemandem angeschrieben werden möchtest, ey, ich kenne dich nicht, du bist mir auch scheißegal, aber ich will dir was verkaufen. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann mach das auch nicht selber. Weißt du, was ich gut finde? Wenn mich einer von meinen Kontakten, vielleicht du, wenn du mich anrufst, anschreibst, mir eine Telegram-Sprachnachricht sendest, du, Roman, ich habe heute an dich gedacht. Oh. Und zwar habe ich ein Webinar gehört, Portugiesisch lernen an einem Wochenende von 0 auf ein B2-Level. Roman, ich habe es nicht ausprobiert, ich brauche kein Portugiesisch, aber ich habe an dich gedacht, weil du da in 2 Wochen von Kolumbien weiter nach Brasilien gehst. Könnte das was für dich sein? Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten zu antworten. Ich könnte sagen, du, ich habe eine brasilianische Freundin und das ist meine Lehrerin. Oder, aber trotzdem danke, dass du an mich denkst. Oder ich sage, wie geil, stell mir unbedingt diejenigen vor, die das anbieten, da spare ich ja sowas von Zeit, wenn ich das könnte. In jedem Falle sage ich danke, wenn sich einer von meinen Kontakten bei mir meldet. Und das finde ich charmant. Das ist Karma. Und das machen wir als Netzwerker. Dass der ganze andere Mist falsch ist, das ist nicht Romans Einzelmeinung. Das wurde wissenschaftlich untersucht vom Nielsen-Institut. Wie weit vertrauen Sie folgenden Werbeformen? Falls das ein bisschen klein ist, blau, absolutes Vertrauen, gelb, ja, vertraue ich. Violett, nee, vertraue ich eher weniger. Und rot, oh mein Gott, hau mir ab damit, scheiße, unseriös. Und auf den ersten Blick sehen wir, das größte Vertrauen haben die Empfehlungen von Bekannten. Mit großem Abstand. Überhaupt nur 2 andere haben mehr Vertrauen als Misstrauen. Das ist die Online-Konsumentenbewertung, 5 Sterne in Google, Proven Expert, hey. Und vielleicht weißt du, wie auch in True & Expert beschissen wird. Und es sind redaktionelle Inhalte, wie zum Beispiel in Zeitungen. Alles andere ist unter 50, unter 47%. Der ganze Online-Schnulli-Mist, der ist da unten. Meine persönliche Lachnummer hatten wir schon. Abonnierte E-Mail-Newsletter. 3% blau, gelb 28%, in Summe 31. 30% ist weniger als ein Drittel. Gib dir das mal. 70% der Menschen abonnieren freiwillig Newsletter und vertrauen nicht dem, was da drin steht. Da stecken Menschen Zeit rein. Ernsthaft, musst du dem mal geben. Die Zeit des Gegeneinanders ist vorbei. Ne, hier, Motto vom selbsternannten besten Verkaufstrainer Europas. Verkaufen bedeutet, den Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die Reibungsenergie als Netzwerbe empfindet. Ist vorbei. Genau diese Einstellung, sich auf Kosten der anderen zu bereichern, das hat uns in eine globale, weltweite Krise reingeführt. Und das gegenseitige Helfen, das gegenseitige Unterstützen, das wird uns aus der Krise wieder herausführen. Die Zeit des Gegeneinanders ist vorbei. Jetzt kommt die Zeit des Miteinanders. Und deswegen ist Networking die erfolgreichste Fähigkeit und Eigenschaft, die du besitzen kannst für dein Business, aber auch privat. Denn Netzwerken bedeutet helfen. Es ist möglich, 10-mal mehr Umsatz zu haben mit nur einem einzigen richtigen Netzwerkpartner. Einige, die gerade vom Empfehlungsteam dabei sind, können das bestätigen. Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht aus 2017. Da habe ich eine Reise zu den sogenannten Cheops-Pyramiden gemacht, im sogenannten Sarkophag meditiert. Und der hier mit dem weißen Unterhemd und dem Hut, der so ein bisschen wie Papa Schlumpf aussieht, das ist unser Reiseleiter. Und vielleicht kennst du die Situation. Du kommst da aus so einem Tempel raus
Und wirst von allen einheimischen Verkäufern angefallen, wie die Mücken das Licht bei Nacht. Ne? Ich habe dann immer so getan, als würde ich telefonieren und bin dann so ganz schnell in den Reisebus rein. Ich komme also in den Reisebus, sitze da gemütlich. Unser Reiseleiter steigt als Letzter ein. Ich glaube, wir waren so 45, 46 Leute im Reisebus. Reiseleiter steigt ein, guckt noch mal raus. Du, komm mal rein. Der Araber steht. Was ist denn hier los? Er sagt: Guck mal, den hier kenne ich vom letzten Jahr. Der hat so einen Papyrus-Kalender. Ne? Den habe ich im letzten Jahr gekauft. Echter Papyrus, echte Hieroglyphen, die drauf gemalt sind. Richtig schön. Habe ich 3 Stück von gekauft, habe ich meinen Freunden geschenkt. Haben sich alle drüber gefreut. Heute kaufe ich 10. Ihr Lieben, wir mit 45, 46 Touristen, wir haben den armen Kerl überrannt. Wir haben da 200 Kalender oder so gekauft. So viele hatte der gar nicht. Der ist immer wieder zurück zu seinen anderen Kumpels, hat denen die Kalender abgekauft und hier, ich habe ein paar Doofe gefunden, die den nehmen. Ich werde dieses Beispiel für euch heute aufschlüsseln, was der Unterschied ist. Wenn er zu uns ankommt und uns den Kalender verkaufen möchte und wir sagen, gehen weiter, oder wenn unser Reiseleiter sagt, das ist gut. Wenn du dieses Beispiel verstehen kannst, wenn du dich da reindenken kannst, wenn du dich da reinfühlen kannst, gerne mal ein Ja-Ja in den Chat hineinschreiben, dass wir interaktiv bleiben. Jawohl, danke, Chris. So läuft es im Vertrieb ab. Unten die Verkäufer und ich sag mal, du und ich und wir alle sind irgendwie auch Verkäufer, weil wir was anzubieten haben. Da spricht ja erstmal nichts gegen. Und oben die Blauen, das sind die potenziellen Käufer, die Unternehmen. Die sind wir auch, weil wir auch alle irgendwie etwas gebrauchen könnten. Und so läuft es klassischerweise ab. Der Erste geht los und telefoniert alle durch oder schreibt alle durch. Hören Sie mal, brauchen Sie betriebliche Altersvorsorge? Kaum ist der fertig, kommt der nächste an. Ich habe für Sie LED-Beleuchtung. Und der nächste, ich habe den neuesten Krypto-Scam für Sie. Wollen Sie nicht haben? Ne? Und irgendwann sind die Leute da oben genervt. Ich bin es schon längst. Aber vielleicht nicht alle, mindestens die Hälfte hat einen Bedarf für irgendetwas. Die möchten sich das Leben schöner, einfacher machen, möchten mehr verdienen. Die Hälfte mindestens, eher mehr, die würden in etwas investieren. Jetzt sage ich mal, der Zweite hat Bedarf für Produkt oder Dienstleistung C, was auch immer das sein mag. Dass der uns und unser C findet, ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen macht der Netzwerker es ganz anders als der Vertriebler. Du bist jetzt unten links. Als Netzwerker, da redest du nicht über dein eigenes Produkt, sondern du lernst Menschen kennen. Du interessierst dich für die anderen. Ach, sie können C gebrauchen. Ich kenne einen richtig guten Anbieter für C. Kontakt kann ich Ihnen gerne herstellen. Und die beiden machen ein Geschäft. Der eine hat sein Problem gelöst, ist happy. Der andere hat Geld verdient, ist happy. Was hast du davon? Beide sind dir dankbar und werden auch dich empfehlen und werden dir auch helfen. Deswegen ist das, was der Netzwerker tut, ist möglichst viel Bedarf aufzunehmen und weiterzuleiten. Wir nennen das Beziehungskonten füllen. Netzwerken ist in meiner Definition ein Informationsgeschäft. So, und jetzt kommt der erste so richtig interaktive Teil. Wie viele Kontakte hast du? Nimm mal alles zusammen. In Facebook, in LinkedIn, in Xing, in deinem CRM, in deiner Kundenkartei, in deinem Handy eingespeichert. Stell dir vor, du hast eine große Schatztruhe, wo du alle Kontakte reinhaust. Schreib bitte einmal diese Zahl in den Chat. Das ist, um ein Gefühl zu bekommen. Gibt keinen Preis zu gewinnen. Ja. 1500, schreibt Konrad. 500, 600, 7000, 8000, es kommen die Profis. Ja, Christian, du schreibst auch nur an mich, nur an Host. Klar, du bist ja auch ein Profi. Christine, 12.000, wow, mehrere tausend, super.
Okay, ich wiederhole, gibt keinen Preis zu gewinnen. Natürlich ist es beachtlich, wenn man viele kennt, aber auch wir, die wir viele kennen, wir werden alle zustimmen, dass Quantität nicht so wichtig ist wie Qualität. Und deswegen ist es auch super, wenn du 600, 700, 300 hast. Ich möchte dir was aufzeigen. Bundesamt für Statistik sagt, ein Deutscher hat 250 Kontakte. Ihr habt alle mehr. Im Chat habt ihr geschrieben, ich habe mal die Zahl 300 genommen. Jetzt gibt es ein Beispiel oder eine Faustformel im Vertrieb. Mit 100 Leuten sprichst du, 10 haben Interesse, einer kauft. Wenn du jetzt 300 Kontakte hättest, 300, dann hätten 30 vages Interesse an deinem Produkt und drei werden kaufen. Und 297 sind eher sauer auf dich, weil du sie vollgetextet hast. Deswegen ist die erste Regel in Netzwerken: Verkaufe niemals, niemals, niemals an die Kontakte ersten Grades. Denn deine Kontakte haben auch wieder Kontakte. Das sind dann die Kontakte zweiten Grades. Und wenn wir jetzt mal sagen, jeder von deinen 300, 600, 12.000 Kontakte kennt 100 andere, die die anderen nicht kennen. Das ist leicht zu rechnen, 100. In meinem Beispiel sind es 30.000 Kontakte zweiten Grades. Und das machen wir als Netzwerker. Wir helfen anderen, aber beschreiben anderen auch, wer die perfekten Kunden sind, die wir haben möchten. Und unsere Kontakte, unsere 300, 700, 12.000, stellen uns Kontakte zu unseren absoluten Wunsch- und Lieblingskunden her, öffnen die Türen für uns. Und mit Kontakten zweiten Grades ist es lange nicht zu Ende. Es gibt auch die Kontakten dritten Grades. Vielleicht kennst du die Situation, jemand hat dich mal empfohlen, jemand hat dir mal jemanden präsentiert, aber ihr habt nicht zusammengefunden. Aber er hat die dann wiederum eingebracht, ein halbes Jahr später, und das ist dein bester Kunde oder bester Freund geworden. Ne? Das ist vielleicht die wichtigste Folie der ganzen Präsentation. Jeder Kontakt ist wertvoll, und zwar ausnahmslos. Alle 300, 700, 12.000. Aber nicht für dich selbst, für jemand anders. Wenn jemand schon drin war in meiner Masterclass auf Networking, der kommt doch kein zweites Mal. Warum denn? Der kennt doch alles von mir. Aber vielleicht könnte er dein Kunde werden. Meine Kunden sind super für dich und deine Kunden, einige von denen, sind super für mich. So dürfen wir denken, über Kreuz. Das sollen hier diese gekreuzten Pfeile zum Ausdruck bringen. Jetzt könnte jemand sagen, Roman, das ist ja eine ganz schöne Theorie, aber trifft auf mich nicht zu. Ich bin selber Existenzgründer und kenne nur so andere Existenzgründer und Startups. Die braucht doch keiner. Ja, Moment, wer sagt denn das? Startups sind doch super Kontakte. Ein Startup kennt noch kein Netzwerk oder hat noch kein Netzwerk. Da würde ich mich freuen, wenn du die mir vorstellst. Denen kann ich zeigen, wie sie sich ein Netzwerk aufbauen. Und der Nächste sagt, ja, Roman, bis dahin gehe ich noch mit, aber ich kenne überhaupt keine Selbstständigen. Ich kenne Lehrer, ich kenne Beamte und die braucht doch jetzt wirklich keiner. An der Stelle freuen sich die Finanzdienstleister. Was kennst du? Du kennst Lehrer, du kennst Beamte? Wow, die haben eine super Bonität bei der Bank. Ich kann deinen Lehrern und Beamten helfen, sich ein Immobilienportfolio aufzubauen und die Rente zu verdreifachen. Bitte stell mir all deine Lehrer und Beamte vor. Und der Dritte sagt, ja, aber ich bin endgültig raus. Ich kenne nur arbeitslose Hartz-IV-Empfänger. Weiß gar nicht, ob Nadja im Webinar ist. Nee, sehe ich gerade nicht. Nadja macht Weiterbildungsmaßnahmen für Existenzgründer oder für Arbeitslose, besser gesagt. Die freut sich tierisch. Was? Du kennst Arbeitslose? Geil! Die kriegen eine Maßnahme von der Agentur bezahlt. Da verdiene ich 10.000 mit. Stell mir all deine Arbeitslosen vor. Kannst du mir folgen bis dahin? Dann auch gerne wieder ein Ja in den Chat schreiben. Absolut jeder.
ohne eine einzige Ausnahme von deinen 300, 700, 12.000 Kontakten ist wertvoll, ist der Wunsch- und Lieblingskunde für irgendjemand anders da draußen. Und so denken Netzwerker. Der Belästigungsvertriebler hat ein Produkt und sucht einen Kunden, der es kauft. Der Netzwerker hat Menschen und lernt neue Menschen kennen und überlegt, wer kann denn den Menschen gebrauchen, den ich kennenlerne. Ja, ja, sehr einleuchtend. Ja, ja, super. Vielen Dank für die Zustimmung. Ich habe dazu eine wundervolle Metapher. Ein Schuldirektor hat die Schüler seiner Schule in eine Turnhalle eingeladen und jedem einen Ballon gegeben. Den sollten sie aufblasen, zuknoten, Namen draufschreiben und dann einmal so ab in die Mitte. Boah, es werden ja immer mehr im Webinar. Hallo, schön, dass ihr dazu stoßt. Ist ein schöner Zeitpunkt, dazu zu stoßen, weil in dieser Geschichte wahnsinnig viel drinsteckt. Also, ihr Lieben, dann sagt er, okay, jetzt beginnt die Challenge. Jeder findet jetzt seinen Ballon mit seinem Namen und zwar so schnell wie möglich. Was meinst du, was passiert, wenn 600, 700 Kinder losrennen und einen Ballon suchen? Weg da, der Blaue ist meiner. Oh, doch nicht, anderer Blaue. Riesenchaos. Dann hat der Lehrer in der Pfeife getrillert. So, jetzt nimmt sich jeder einen Ballon, egal welchen. Es macht dir einen großen Kreis. Du fängst an, welcher Name steht auf deinem Ballon? Max Mustermann. Wer ist das? Maxchen, Hand hoch. Ja. Gib Maxchen seinen Ballon. Und jetzt du. Und nach 5 Minuten war der Raum geklärt. Und genau das bedeutet Netzwerken. Zu schauen, was kannst du für andere tun, aber, wichtig, auch die anderen in die Lage zu bringen, dasselbe für dich tun zu können. Und das ist unsere Masterclass. So, jetzt bitte mitschreiben. Berechnen wir einmal den Wert von deinem Netzwerk. Euch werden gleich die Augen aufgehen, wie viele Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen ihr als Wert in eurem Netzwerk habt. Schritt 1, was sind deine Kontakte ersten Grades? Habt ihr schon. Die meisten haben es in den Chat geschrieben. Bitte alle auf Papier schreiben. Bei mir, sage ich mal, es sind 4.000 Kontakte. Ich habe 4.000 Kontakte ersten Grades. Bitte notiere deine Zahl auf ein Stück Papier. Ich empfehle mal 100. Natürlich kannst du sagen, ich kenne nur Einsiedler, meine Kontakte kennen aber alle nur 40 Leute, die kennen nur 98 Leute, ist scheiße zu rechnen. Komm, ist eine einfache Faustformel, schreib 2 Nullen dran, ist meine Empfehlung. Das sind deine Kontakte zweiten Grades, also die Kontakte deiner Kontakte. Dritter Schritt, was ist der Faktor der potenziellen Kunden? Deutschland hat 82 Millionen Einwohner, 3,9 Millionen sind selbstständig. Dazu kommen die Verkäufer, die angestellt Verkäufer sind. Das ist meine Zielgruppe, 4 Millionen von 80 Millionen sind roundabout 50%. Wenn du jetzt Tierfutter anbietest, Hundefutter anbietest, dann hast du 20-30%. Wie viele haben einen Hund? Nun, wenn du jetzt Sondermaschinen anbietest, ist es wahrscheinlich weniger als 1%. Nimm die Prozentzahl, die für dich richtig ist. 1% könnte auch eine Faustformel sein, wäre leicht zu rechnen. Und jetzt, was verdienst du durchschnittlich an einem Produkt? An der Stelle geht jetzt manchmal das Geningel los. Aber ich weiß es nicht. Ich habe so viele unterschiedliche Produkte. Ja, ich auch. Deswegen im Durchschnitt. Mastermind-Gruppe kostet 7.000 Euro. Eintritt zum Business Speed Dating 9,95 Euro. Nimmst du halt einen Mittelwert. Nimmst du eine Zahl, die einfach zu rechnen ist. Ich habe mal 500 Euro genommen. Jetzt nimmst du dein Handy und berechnest das. 400.000
die Kontakte zweiten Grades, was auch immer da bei dir steht. So, 400.000 mal 0,05, das sind die 5%. Mal 500 Euro sind 10 Millionen. Schreib das bitte einmal in den Chat hinein. Mal gucken, wer rechnen kann. Mit Handy, mit Taschenrechner. Haben euch die Lehrer in der Schule damals auch gesagt, du musst Kopf rechnen können, weil du wirst nicht immer einen Taschenrechner dabei haben? Ich schon. Ja, die 90er, war eine schöne Zeit. Okay, Alexander, 30 Millionen. Annette, die anderen haben dich noch nie empfohlen. Ganz wichtiger Punkt. Darauf gehen wir nachher ein. Emmy schreibt wieder nur an mich. 4 Millionen, 100.000, 2 Millionen, 5,6, 75.000, 60.000, 450.000, 150.000. Ich freue mich besonders, von denen zu lesen, die ich nicht persönlich kenne. Besonders schön, dass ihr dabei seid. Zeigt mir ja, wie gut das Empfehlen funktioniert, dass euch jemand eingeladen hat, also mich weiterempfohlen hat. Christine, das kann ich ohne Punkte nicht lesen. Das sind ganz viele Nullen. Das sieht richtig gut aus. Ja, Pudel hat eine halbe Million. Super. Okay, jetzt kommt was Spannendes. Wie auch Annette gerade geschrieben hat, da scheint noch ein bisschen was zu fehlen. Warum haben wir die nicht auf dem Konto? Faktor Netzwerkaktivität. Wie viele Prozent von eurem Netzwerk empfehlen euch denn? Tun das die 4.000 Kontakte ersten Grades? Tut es 1% von den 4.000? Also ist jetzt meine Zahl, das wären 40. Ich sage euch was. Ich würde richtig Bauchschmerzen haben, wenn mich nur 1% von meinem Netzwerk empfehlen würde. Weil dieser wichtige Faktor, den berücksichtigen viele nicht. Da gibt es Menschen, die rennen von der einen zur nächsten Netzwerkveranstaltung und hui, noch mehr Kontakte, aber sie haben die nicht aktiviert, die sie schon kennen. Es ist vollkommen hinreichend, wenn du 50 Netzwerkpartner hast, die für dich wirklich aktiv sind. Ach komm, 10 reichen. Du kannst mit einem einzigen richtigen Partner die Umsätze verzehnfachen. Mach das Ganze mit 10 richtigen Partnern, du hast sie verhundertfacht. Das ist möglich. Und genau dieser Faktor, dieses 1%, das ist nun das Problem. Schreibt mal gerne in den Chat, wie viel Prozent von eurem Netzwerk, von euren direkten Kontakten, die 600, 700, 12.000, wie viele Prozent davon sind aktiv? Ist es 1%? Ist es 0,1%? Ist es 0,00001%? Null. 1%. 0,2. Annette, du hast geschummelt. Du hast gerade gesagt, gar keiner würde dich empfehlen. Das sind ja doch 0,2%. Beate, 5%. Super. 5% ist ein genialer Wert. Wolfgang, ebenfalls. Ja, warst ja auch schon in der Masterclass auf Networking. Überraschung. Okidoki. Na dann gehen wir es an, dass das für euch möglich wird. Und dazu machen wir den Empfehlungscheck. Ihr habt alle eine Schatztruhe voller Kontakte mit 600, 700, 12.000, was auch immer. Und diese Schatztruhe hat 6 Schlösser. Alle 6 Schlösser müssen wir öffnen. Nimm bitte die Rückseite von deinem Blatt Papier und skizziere eine einfache Tabelle, die zeige ich euch gleich. Ist wirklich einfach. Also, wir liegen super in der Zeit. Hatte schon mir selber Sorgen gemacht, dass ich zu viele Beispiele raushole. Nee, wir liegen super in der Zeit.
Jetzt kommt der Empfehlungscheck live zum Mitmachen und ihr werdet jetzt hier etwas Spannendes über euch selber lernen, warum euch die Menschen empfehlen oder eben noch nicht empfehlen. Ich bin darauf gekommen, als ich von Leipzig nach Dresden gezogen bin, zur 100-Tage-Networking-Challenge. Ich wollte mein eigenes erstes Buch auf eine Probe stellen, um mir mit dem Wissen aus meinem eigenen Buch in einer Stadt, wo ich quasi niemanden kenne, aus dem Nichts heraus ein neues Netzwerk aufzubauen. Damals war ich aktiv im BNI-Netzwerk und dort wird dieses Mantra runtergebetet. Kennen, mögen, vertrauen. Das hat ja für mich auch Sinn ergeben. Ne? Da lernst du die anderen kennen, die Leute hier in Dresden. Dann baust du Vertrauen zu denen auf gegenseitig. Und dann mögen wir uns alle und kennen, mögen, vertrauen. Und dann regnet es Empfehlungen vom Himmel. Ich sag dir was, ist es nicht. Ist es nicht. Im Gegenteil, der sogenannte Chapter-Direktor von meinem Unternehmerfrühstück in Dresden ist ein unwahrscheinliches Arschloch. Ja, danke, Annette. Ist ja nicht mal abgesprochen. Ich finde das so super, wie ihr das bestätigt. Der Chapter-Direktor, ein unwahrscheinliches Arschloch, wenn man sich einmal umgedreht hat, na, hat er jetzt in den Rücken gelästert. Weißt du, ihr könnt über mich denken, was ihr wollt. Ich weiß, dass ich polarisiere, aber sag's mir doch ins Gesicht, damit kann ich umgehen. Ich bin aus dem Ruhrpott. Wir sagen uns gegenseitig, was wir einander nicht mögen, trinken Bier drauf und das Leben geht weiter. Ne? Mit Wolfgang liefere ich mir auch leidenschaftliche politische Debatten in Facebook. Können wir beide ab, richtig, Wolfgang? Wolfgang Tast, wir haben hier mehrere Wolfgangs. Ja, wir können das ab. Aber hinterm Rücken reden ist scheiße. Okay, ich will jetzt nicht so weit. Auf jeden Fall. Der Chapter-Direktor in Dresden ist ein unwahrscheinliches Arschloch, aber trotzdem hat sich alle 3 Wochen eine Empfehlung für den. Der Chapter-Direktor von meinem alten Chapter in Leipzig ist eine Seele von Mensch. Kenne ich seit 2013. Mag ihn, dass ich ihn herzlich knuddeln könnte. Ich halte ihn für den besten Küchenhersteller oder Verkäufer im ganzen Großraum Leipzig. Und wenn ich es so schon sage, wie viele Empfehlungen hatte ich wohl für den? Tada, gar keine. So viel zu kennen, mögen vertrauen. Und so kam ich zu der Empfehlungsformel. Ich habe sie jedenfalls so getauft. Und mach dir mal Gedanken. 5 Menschen, wir analysieren anhand von 5 Menschen, was sie noch brauchen, um dich empfehlen zu können. Vielleicht hast du ein paar Namen, die dir spontan einfallen. Dann nimm bitte die. Von wem wolltest du immer schon wissen, warum dich der Typ eigentlich nicht empfiehlt? Schreib diese Namen von oben nach unten auf ein Blatt Papier. Wenn dir gerade niemand spontan einfällt, helfe ich dir, nimm mich. Bin gerade zufällig da, ich bin ein tolles Beispiel. Nimm eines von deinen Familienmitgliedern, ne? Cousine, Schwester, Schwiegermonster. Nimm einen Kunden aus dem letzten Jahr, Vorname reicht. Guck mal, was hast du gerade als letzten Kontakt im Handy? Wer hat dir als letzter in WhatsApp geschrieben? So, in meinem Falle Michael Globig, kann leider nicht kommen, habe heute andere Termine. Nimm Michael Globig. Wer auch immer ist der letzte Kontakt, mit dem du im Handy geschrieben hattest. Erinnere dich an jemanden, den du bei einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt hast, zum Beispiel beim Business Speed Dating oder wo auch sonst immer. Schreibe 5 Namen auf. Es ist im Prinzip egal, wer. Es ist ja nur für ein Beispiel. Und jetzt zeichnest du eine solche Tabelle mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Feldern. Bitte nicht irritieren lassen, dass ich jetzt hier nur 3 statt 5 Namen habe. Das ist für das Beispiel egal. Ja, Katja, ich habe dir geschrieben, aber der mir noch nachher. Ach so, ja, andersrum. Ich, ja gut, dann such dir noch jemanden anders aus als mich. Ich doppelt geht nicht. 6 Dinge werden benötigt, um die Schatztruhe aufzuschließen. Und wenn du das verstanden hast, dann hast du Netzwerken verstanden. Das erste ist dein Angebot. Man muss dein Angebot verstanden haben. Aber nicht so oberflächlich, wischiwaschi. Man muss dein Angebot
richtig verstanden haben. Was sind deine Alleinstellungsmerkmale? Was ist dein Kundennutzen, den du für andere bietest? Wir hatten in unserem Unternehmerfrühstück in Leipzig mal jemanden, der hat Nettolohnoptimierung angeboten. Und die Mitglieder aus unserer Frühstücksrunde, 7 haben dem Empfehlungen gegeben. Der war zum ersten Mal da als Besucher. Unser Mitglied, unser Finanzdienstleister hatte Schaum vor dem Mund. Was soll denn die Scheiße? Ich bin hier Mitglied, ich bin jede Woche da, ich zahle Beitrag, ihr gebt dem die Empfehlung und mir nicht. Aber Thilo, der macht Finanzdienstleistungen, du machst andersrum. Du machst Finanzdienstleistungen, er macht Nettolohnoptimierung. Das ist doch genau dasselbe. Hupsi, hast du uns so nie gesagt. Wenn ich sage, dass ich Netzwerkprofi bin, denken einige, ich mache Multilevel-Marketing. Ich bin mal angerufen, Roman, du bist doch Netzwerkexperte. Ja, ich habe eine Frage zu meinem Router. Die TCP-IP-Adresse funktioniert nicht. Hä? Man hat dein Angebot verstanden, wenn man Alleinstellungsmerkmale, Kundennutzen, das alles verstanden hat. Schau dir mal die 5 Namen an, die du aufgeschrieben hast. Wenn diese 5 Leute es verstanden haben, der es verstanden hat, macht da ein großes, selbstbewusstes Kreuz hin. Und wenn du denkst, ja, eigentlich eher weniger als mehr, dann lässt es frei. Und bitte, bitte sei ehrlich zu dir selbst. Du gewinnst keinen Preis, wenn du hier bei dieser Demo unheimlich viele Kreuze gemalt hast. Du gewinnst Erkenntnisse. Deswegen sei ehrlich zu dir selbst. Ist das bis dahin klar? Dann bitte noch mal ein Ja in den Chat schreiben. Dann würde ich nämlich auch die Beispiele ein bisschen kürzer fassen. Ja, wunderbar. Okay, das Zweite, was wir brauchen, ist das Vertrauen. Da hat BNI vollkommen recht. Ohne Vertrauen geht es nicht. Ich habe es im Englischen Proof genannt. Ist das Vertrauen in die Fachkompetenz denn auch bewiesen? Es kann sein, dass dein Familienmitglied, das Schwiegermonster, totales Vertrauen in dich persönlich hat. Aber würde sie dir auch die 100.000 Euro anvertrauen, die im Schwarzstrumpf liegen? Oder fehlt da vielleicht noch ein bisschen etwas? Denkst du, diejenigen haben Vertrauen, dich zu empfehlen? Wenn ja, mach da ein Kreuz hin. Wenn nicht, dann nicht. Beachte bitte, dass alle 6 Felder voneinander unabhängig sind. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Dritter Punkt ist die Motivation. Und Motivation bedeutet mal freiwillig das Handy in die Hand zu nehmen, jemanden anzurufen, anzuschreiben, ob er dich kennenlernen möchte. Gerade in dem BNI-Netzwerk, da haben sie immer nur passiv empfohlen. Die haben darauf gewartet, dass jemand angesprochen wird. Du, willst du zufällig dein Haus verkaufen und dir dann von dem ganzen Erlös Coaching kaufen? Weil ich kenne da gleich 2 Leute. Passiert aber nicht. Sind die Leute wirklich motiviert, in ihrer Freizeit jemanden aktiv zu kontaktieren? Wenn ja, mach ein Kreuz hin. Wenn nicht, dann nicht. Und selbstverständlich kann es sein, dass du jemanden zutraust, dass er motiviert wäre, aber eigentlich hat er dein Angebot, das kann er gar nicht so richtig verstanden haben, weil du es ihm noch gar nicht komplett gesagt hast. Nächster Punkt ist der Zielkunde. An wen richtet sich das Angebot denn? Und viele merken an dieser Stelle, dass sie ihren Zielkunden nicht mal selber kennen. Ja, mein Zielkunde ist grundsätzlich jeder. Jeder möchte doch gesund sein. Jeder möchte mehr Geld haben. Oder auch beliebt, meine Kunden sind zwischen 18 und 88. Männlich oder weiblich ist egal. Funktioniert nicht. Oder beliebt der Zirkelschluss. Die Katze beißt sich in den eigenen Schwanz. Ich gestalte neue Webseiten und mein Kunde ist derjenige, der neue Webseiten haben möchte. Da schaue ich mal durch. 4.000 Kontakte. Willst du eine neue Webseite haben? Oh, steht da gar nicht. Funktioniert nicht. Ein Zielkunde ist klar definiert. Branche, soziografische, demografische Daten. Am besten ein Zielkundenavatar. Wenn du das dem anderen nicht gesagt hast, dann weiß der das nicht von dir.
Fünftes Schloss, was wir öffnen, ist der Kontakt zur Zielgruppe. In meinem Dresdner BNI-Klüppchen gab es einen Führungskräftetrainer, der hatte einen sehr verständlichen Zielkunden. Er hat bei mir gelernt, wie man Zielkunden beschreibt. Und zwar in der fertigenden Industrie, die Entscheider, fertigende Industrie mit 100 bis 500 Mitarbeitern, mit einem Wort Fabrikbesitzer. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fabrikbesitzer du kennst, die auf deine Empfehlung hören, mit 100 bis 500 Angestellten. Selbst bei mir als Profi-Netzwerker ist das ziemlich dünn. Der liebe Armin konnte sich im BNI-Chapter in Dresden auf den Kopf stellen und jede Woche um 6.45 Uhr morgens seinen Elevator-Pitch runterreppen. Er kriegt keine Empfehlung, weil dort niemand Kontakte hat zu seiner Zielgruppe. Schau dir deine fünf Namen an. Denkst du, Roman Topp hat Kontakt zu deiner Zielgruppe? Mach ein Kreuz hin. Denkst du, dein Familienmitglied hat Kontakt zur Zielgruppe? Mach ein Kreuz hin. Denkst du, dein Kunde vom letzten Jahr kennt Menschen, die so ähnlich sind wie er selbst? Mach ein Kreuz hin. Oder halt bei den Leuten, die du aufgeschrieben hast, wenn du eigene Namen genommen hast. Und einen haben wir noch. Bin ich zu schnell oder kommt ihr mit? Da ist immer gut, oder Fragen zu stellen im Chat, ne? Wenn ich zu schnell bin, dann schreib mal warten in den Chat. Ja, ist schon okay. Wunderbar. Okay, danke, danke. Letzter Punkt. Training. Ist derjenige denn auch trainiert? Und ich behaupte, es kommt häufig vor. Jemand kennt dein Angebot. Er vertraut deiner Fachkompetenz. Er ist grundsätzlich bereit oder motiviert, dich zu empfehlen. Er weiß, wer dein Zielkunde ist. Und jetzt in diesem Moment, da steht der Zielkunde auch noch vor ihm, aber er weiß nicht, was er sagen soll. Hören Sie mal, Sie dickes Pummeltier, ne? Mann, sind Sie fett. Aber ich kenne einen Fitnessstudio-Besitzer, der ist bei mir im BNI-Frühstück. Ja, da müssen Sie mal hingehen. Wollen Sie Nummer haben? Das sagt doch keiner. Und was haben Sie denn da für eine Akne im Gesicht? Oh mein Gott, oh mein Gott. Sind Sie hässlich? Aber ich kenne die Birgit von Ringana. Die hat eine ganz schöne Hautcreme für Sie. Das wäre auch vegan. Und ohne Mikroplastik. Wollen Sie die kennenlernen, die Birgit? Das sagt doch keiner. Und Sie wissen schon, dass Sie im Alter Flaschen sammeln werden, ha? Aber mein Bruder ist bei der DVAG, der könnte Ihnen mal zeigen, wie Sie mit Ihrem Geld umgehen. Im Mittelalter wurden die Überbringer von schlechten Nachrichten geköpft. Und noch immer ist so eine Urangst in uns. Schau dir mal deine fünf Namen an. Sind die wirklich in ihrer Komfortzone? Fühlen Sie sich gut, dich zu empfehlen? Fühlen Sie sich als Retter? Fühlen Sie sich als Erlöser? Fühlen Sie sich als Jesus von Bottrop-Kirchhellen, wenn Sie dich empfehlen? Im Übrigen, wenn du mich kennengelernt hast aufgrund einer Empfehlung, wenn dir jemand dieses Webinar empfohlen hat, wenn dir jemand das Business Speed Dating empfohlen hat, hattest du den Eindruck, dass der sich total schwer getan hat, mich und meine Events zu empfehlen? Oder ist ihm da gleich gefallen? Hm? So, du hast nun deine Kreuze gemacht. Feedback, wie schaut's denn bei euch? Schreibt mal rein in den Chat, was ihr bis hierhin gelernt habt. Gibt es vielleicht irgendwelche Spalten, wo du sagst, da ist ein großes Defizit? Von fünfen ist nur einer motiviert. Von fünfen vertraut mir kein einziger. Keiner kennt meinen Zielkunde. Irgendwie haben die gar keine Kontakte für mich. Ich glaube, die sind alle gar nicht trainiert. Schreib mal herein in den Chat, was sind die größten Baustellen? Wo haben die Kontakte, die du aufgeschrieben hast, noch die größten Defizite? Lass uns das mal vergleichen.
So, während ihr schreibt, kann ich Ananas essen. Übrigens keine Flugananas, die wächst hier nämlich. Schreib in den Chat den Buchstaben, wo sind die? Oh ja. Jetzt kommen sie alle gleichzeitig, jawohl. Angebot, Zielkunde, Motivation. Sehr viel, fast alles. Okay, ja. Kontakt, Vertrauen, Training, Zielkunde, Training. Fehlt fast alles. Hier so ein Becher Obst übrigens. Frische Mango, frische Pineapple, Ananas. Ananas kostet 50 Cent. Wenn ich mir so ein Ding hole bei dem Stand direkt vorm Hotel, ich hole immer zwei oder drei und bringe die den Mädels unten an der Rezeption. Für uns sind 50 Cent nichts. Für die ist das fast ein Stundenlohn, ne? 75 Cent. 75 Cent, das ist für die fast ein Stundenlohn. Damit geht es schon los. Sozialkapital. Anderen helfen, anderen eine Freude machen. Neben mir liegt noch der Pizzakarton von vorgestern. Habe ich dir eine Pizza bestellt? Das ist für die ein Tagesgehalt. Netzwerken beginnt im Kleinen. Okay. Na dann. Seid ihr bereit für die Lösungen? Ja! Schauen wir uns an. Was machen wir jetzt mit der Erkenntnis? Die Netzwerktreppe. Ihr seht nun die Netzwerktreppe, 12 Module des Netzwerkens, die ich schon vor Jahren herausgearbeitet habe. Blau, empfehlenswert werden, ein klares Profil. Grün, Netzwerkaufbau, Sozialkapital. Sprach ich erst gerade drüber mit meiner Ananas. Ne? Für die Menschen etwas tun und Kommunikation, um die Menschen auch zu aktivieren. Grün ist sozusagen das Säen, rot ist das Ernten, so könnte man es beschreiben. Das sind die Werkzeuge des Netzwerkens. Natürlich kannst du jetzt schwierig, schwerlich hingehen zu deinen Kunden vom letzten Jahr und sagen, weißt du was, jetzt sei mal motivierter und du vertrau mir jetzt mal mehr. Also klar, kannst du versuchen. Wenn das schon funktioniert, kannst du das Webinar hier beenden und dir eine halbe Stunde Zeit sparen. Wenn dich meine Lösungen interessieren, dann hör weiter zu, denn das sind diese hier. Es gibt in der Masterclass of Networking, in der Online-Akademie, gibt es 12 Schlüssel. 12 Schlüssel und sie öffnen unsere Schatztruhe auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt ein Modul. Also es sind sogar 2 Module, Alleinstellungsmerkmal und Kundennutzen. Wenn du diese Module gelernt hast, diese Module beherrscht, dann wird dein Angebot klarer. Elevator Pitch Training. Diejenigen, die das bei mir gelernt haben, gewinnen im BNI andauernd Preise. Bekomme ich immer Fotos von den Oscar-Statuen. Durch einen guten Elevator Pitch wird das Angebot klarer und der Zielkunde wird klarer. Storytelling, Erfolgsgeschichten. Wenn du Erfolgsgeschichten erzählen kannst, was hast du für wen erreicht? Dann wird dein Angebot klarer, der Zielkunde wird klarer und es baut sich Vertrauen auf durch die Erfolgsgeschichten. Gute Referenzen bekommen, ja, und die auch einsetzen und nicht nur rumliegen lassen. Das erhöht das Vertrauen. Es gibt 6 Motivationstechniken. Zielkunde, lupenscharf definieren, geht auf den Zielkunden und so weiter und so weiter. Ihr seht, dass jedes Schloss wird mindestens 3-mal geöffnet, eigene 4-mal, 5-mal. Das sind die Inhalte unserer Online-Akademie. Lass uns zusammen reinschauen. Die Champions League der Netzwerker. Es gibt 4 Generationen von dem Profi-Networking,
Ich scroll noch mal gerade durch den Chat. Von der ersten Generation sehe ich hier im Chat gerade keinen. Aber ihr seid auch viele. Okay. Jo. Die erste Generation war der Mastermind Club. Den gab es 2018 und 19. 7 Gruppen mit 8 bis 10 Unternehmern. Ich habe das von Dresden bis hoch nach Berlin gegeben. Ihr seht hier die Mastermind-Gruppen. Es war immer ein Workshop im Monat, 12 Monate lang, hat 3.600 Euro gekostet, also im Monat 300 Euro. Und die Ergebnisse waren schon geil, schon in der ersten Generation. Hier, Cornelius hat seine Jahresziele 2019 bereits im Juni erfüllt. Bei Peter, da hast du für 3 Monate keinen Termin bekommen. Daniel, 250.000 Euro Umsatz in nur 2 Monaten. Florian, so erfolgreich geworden, nach Malle ausgewandert. Der andere Daniel, ebenfalls, hast du auf Wochen keinen Termin bekommen. Hier, Dresden. Hannes hat seine Umsätze eigener Aussage nach verdoppelt. Von 350.000 auf 700.000. Heiko, 800.000 Euro mit einem einzigen Kunde. Stefan hat eine Steuerberatungskanzlei übernommen in Frankfurt. Ich weiß nicht, was sie kostet. Ich weiß nicht, was Steuerberatungskanzleien kosten, aber ich denke, dass da einige Nullen dranhängen. Es war schon sehr, sehr geil. Aber, naja, ein paar Stimmen dazu. Ich bin mittlerweile der Beste in meinem Vertrieb von der ganzen Firma. Ich habe meinen Umsatz durch dich verdoppelt 2018. Vielen Dank dafür. Ich habe 75.000 Euro innerhalb von 6 Monaten verdient. Danke, danke, danke. Ja, hier 2018, 2019, so waren die Zeiten vor Corona. Problem, auf einmal wollten die Leute überall Mastermind-Gruppen haben. Ja, Leipzig, Dresden, Chemnitz, Berlin habe ich noch gemacht. Ich habe damals in Dresden gewohnt. Aber Leute, ich fahre doch nicht nach Bremen. Und auch wenn das Ruhrgebiet meine Heimat ist und ich mal in Frankfurt gewohnt habe und Eintracht-Fan bin, ich bin noch nicht bescheuert, mir einen Tank leer zu fahren. Ne, habe ich bemerkt, okay, irgendwie so, das ist es schwierig. Und was auch ein bisschen blöd war, die Leute, die wollten alle, also die wollten nicht gleichzeitig anfangen. Da hast du 2 in Bremen, die starten wollen, und 3 in Frankfurt. Ja, ich brauche aber 10 oder zumindest 8 für eine Gruppe. Also gut, habe ich das Ganze weiterentwickelt. Da hat mir Corny in die Karten gespielt und wir haben das Ganze online gebracht zum Masterclass of Networking. Zumindest Wolfgang Tast habe ich gerade im Chat gesehen, der war dabei. Ihr seht hier eine alte Folie, die habe ich rausgesucht von der alten Präsentation. Also ein Live-Mentoring mit mir persönlich. 30 Tage Kickoff, 30 Tage live, jeden Tag Hausaufgaben. Insgesamt 6 Monate Feedback, Erfahrungsaustausch. Ja, war eine schöne Zeit. Klaus hat mir letztes Weihnachten geschrieben, dass er bis Oktober 2022 ausgebucht ist. Wir reden über 260.000 Euro, die er zusätzlich verdient hat durch die Masterclass. Julian Firmhaber, 70.000 Euro. Florian lässt schön grüßen. Er ist mit seinem Junior gerade beim Erdinger Brauerei Oktoberfest und zeigt seinem kleinen Sohn zum ersten Mal ein Oktoberfest in Erding. 900.000 Euro, er wird bald die Millionen knacken, eigener Aussage nach. Wo ist das Problem? Wolfgang wird es bestätigen können. Die Hausaufgaben, die ich 30 Tage in Folge aufgegeben habe, die haben nicht alle geschafft. Da ist der Rhythmus eingerissen und dann war die Motivation auf einmal weg. Es sind immer weniger Leute geworden, immer weniger Leute. Und spätestens nachher, wenn wir beim Wochenrhythmus waren, am Ende waren wir zu viert oder zu dritt. Richtig, Wolfgang? Paradoxerweise waren die Leute begeistert. Julian sagt, du Roman, ich habe in den ersten 3 Wochen vom Kickoff, habe ich 70.000 Euro geholt. Das reicht mir schon, Roman. Ich komme nicht wieder. Mir hat es gereicht, was ich in den 3 Wochen gelernt habe. Ich wende das jetzt weiter an. Alles andere passt schon. 70.000 in 3 Wochen ist doch super. Ja, schön für ihn. Scheiße für mich.
Haben wir Coaches dabei? Haben wir Trainer, Berater, Coaches? Gibt es für euch irgendwas Nerviges, Schlimmeres fürs Ego, als wenn die Leute nicht mehr kommen? Ist ja schön, dass sie begeistert und zufrieden sind. Aber das ist so frustrierend, wenn man da auf einmal alleine ist oder mit wenigen Leuten ist. Könnt ihr das nachvollziehen? Deswegen sagte ich, okay, mit 30 Tage lang jeden Tag Aufgaben und Hausaufgaben, irgendwie, das ist jetzt doch nicht das, was die Leute wollen. Entwickeln wir es weiter. Dritte Generation, Dealmaker Mastermind, da haben wir auf jeden Fall jetzt welche dabei. Unser aktuelles Programm, ja, es ist ein VIP-Programm. Diese 7.000, 10.000 Euro hat jetzt nicht unbedingt jeder im Budget. Das Empfehlungsteam von 2.000 Euro auch nicht. Deswegen gibt es heute eine neue Lösung. Die vierte Generation der Masterclass of Networking, nämlich die Online-Akademie. Jeder kann nun ein erfolgreicher Netzwerker werden. Diese Akademie ist für jeden möglich, für absolut jeden ist diese Investition zu stemmen. Ihr seht hier, wie die Akademie aufgebaut ist. Ich finde sie richtig schön. Ich finde sie sehr gelungen. Auf der linken Seite seht ihr den oberen Teil der 20 Module. Das ist genau das, was ihr auf der Netzwerktreppe gerade kennengelernt habt. Die Schlüssel für die Schatztruhe, um alle 6 Schlösser zu öffnen. Hier zum Beispiel gerade die Motivationsmethoden. Einige von euch haben geschrieben, Motivation ist ein Thema. Ne? Motivation, Appetizer, Elevator Pitch. Im Chat wurde ich gefragt, was ist ein Elevator Pitch? Ein Elevator Pitch ist die Kunst, sich innerhalb von 60 Sekunden zu präsentieren, dass die anderen sagen, wow, mega spannend, bitte erzähle mir mehr. Das ist ein Elevator Pitch. Wir machen das dreistufig, Power Pitch, Elevator Pitch Storytelling ist eine Kunst für sich, kann ich jetzt schwerlich zu weit ausholen. Ich frage euch, bitte in den Chat schreiben, was macht für euch ein gutes Lernprogramm aus? Das interessiert mich. Jeder kann jetzt alles lesen, was ihr schreibt. Ich bin gespannt, ob mein Team und ich das in die richtige Richtung entwickelt haben. Bitte schreibt das in den Chat. Umsetzbarkeit, jawohl. Interaktion mit anderen, Austausch, Feedback, umsetzbar, strukturiert, anwenderfreundlich, umsetzbar, verständlich und umsetzbar, orts- und zeitunabhängiges Lernen, ausreichend Zeit und Support, mit Freude umsetzbar. Schön, Christian, schön, soll Spaß machen. Dass ich zeitlich easy umsetzen kann und es finanziell zu stemmen ist. Jawohl, danke Doris. Ortsunabhängig und zeitunabhängig, super. Dass ich immer wieder abgeholt werde. Aktualität in kurzer Zeit anzusehen und zu erfassen. Jackpot, danke. Nicht so viel Zeit, Support and Feedback, praxisbezogen. Wow, ich finde das super, dass ihr so aktiv mitmacht. Vielen Dank damit. Nun, ich konnte nicht wissen, was ihr schreibt. Logischerweise, wir sind live. Verständlich, leicht umsetzbar und soll funktionieren. Ich konnte vorher nicht wissen, was ihr schreibt. Ihr seht an den Folien, was es ist. Es gibt 20 Module. 20 Module, also die 12 Schlüssel, haben wir jetzt aus Übersichtsgründen aufgeteilt. Elevator Pitch 1, Elevator Pitch Teil 2. Wir haben es aufgeteilt in Zielkunde beschreiben und daraus einen Zielkunden-Avatar formulieren. Es sind die 12 Werkzeuge aus Übersichtlichkeitsgründen in 20 Module aufgeteilt. Hocheffizient, kein Wort zu viel. Was habt ihr gerade geschrieben? Wenig Zeit, effizient. Wie wäre es mit hocheffizient? Das ist auch mir wichtig. Wolfgang kann bestätigen, wie es in den Live-Webinaren früher war. 15 Minuten von mir, frontal, Folie, nachher Diskussion und Fragen. Deswegen ist die Akademie
zeiteffizienter als live. Hier, Angebot 11 Minuten. Kundennutzen 4 Minuten. USP 11 Minuten. Zielkunde Part 1 7 Minuten. Elevator Pitch 14 Minuten, 11 Minuten. Meine Berufung 7 Minuten. Ich würde mal sagen, im Durchschnitt 9 Minuten. Ich habe jetzt ein bisschen schnell geklickt. Ich hoffe, das wurde für euch übertragen. Aber ja, ne? Also, das ist kein Rumgeschwafel. Ich mag das selber nicht mit dem Rumgeschwafel. Wobei, ich schwafel selber schon gern. Doch, das schon. Aber ich mag es mir nicht anzuhören. Und hey, ich zeige euch noch was. Hier, einmal. Wenn ich dir jetzt zu langsam spreche, da stell mich doch auf 1,5-fache Geschwindigkeit. Da werden die 7 Minuten werden zu 5 Minuten. Haha, ist das geil? So höre ich meine Telegram-Sprachnachrichten andauernd an, weil mir die Leute zu langsam sprechen. Red ich dir zu schnell, kannst du mich langsamer stellen. Geht auch. Also, hocheffizient, kein Wort zu viel. Trotzdem gibt es ergänzend einen Bonusteil, wo wir Live-Workshops aufzeichnen. Ihr seht, dass gerade auch eine Aufzeichnung läuft. Und in den Live-Workshops kommen Beispiele, Beispiele, Beispiele. Diejenigen, die jetzt aus dem Meeting gegangen sind, keine Sorge, nur ich bin zu sehen, ihr nicht. Hat jemand Angst vor Aufzeichnung? Also, Live-Workshops mit vielen Beispielen, das gibt es trotzdem. Du musst dir den Bonusteil ja nicht ansehen, wenn du es nur effizient haben möchtest. Ganz wichtig, ihr habt euch Umsetzbarkeit gewünscht. Deswegen gibt es ein Workbook zum Umsetzen. Dir wird ein Videokurs niemals etwas gebracht haben, wenn du dir ein Video nach dem nächsten anschaust, aber nicht ins Handeln kommst. Richtig? Deswegen gibt es ein Workbook, wo du zu jedem einzelnen Modul deine Ergebnisse einträgst. Ihr habt euch Zeitunabhängigkeit gewünscht. Dein Tempo, dein Timing. Es ist eine Online-Akademie. Du kannst dir alle Inhalte ansehen in deiner Geschwindigkeit, wie du es möchtest. Ob du dich an einem Wochenende durcharbeitest, ob du an einem Tag machst, im ganzen Jahr, so wie du möchtest. Ihr habt euch, das habt ihr anders formuliert, Aktualität. Aktualität in kurzer Zeit anzusehen. Jawohl. Aktualität, permanente Aktualisierung. Wir bauen hiermit die beste Online-Bibliothek auf zum Profi-Netzwerken. Wann immer es irgendetwas Neues gibt, wir haben schon den höchsten Stand. Ich aktualisiere diesen Content seit 5 Jahren. Von Jahr zu Jahr wird es besser, besser, besser. Aber wenn es irgendetwas Neues gibt, kommt es ebenfalls in die Akademie. Ihr seht hier unser Workbook. Links 7 Kaufmotive, rechts, wo liegt der Kundennutzen? Ihr habt euch Praxis gewünscht. Ihr seht links die Lernpyramide. Die Lernpyramide, was kann man sich noch merken von dem, was man vor 2 Wochen gelesen hat? Es sind 10%. Von dem, was ihr hört, sind es 20%. Eine Präsentation anschauen, das machen wir gerade hier, könnt ihr euch 50% merken. Doch ihr seid noch immer im passiven Teil. Deswegen binde ich euch ja immer wieder mit ein, dass wir immerhin auf 70% kommen. Es gibt Live-Challenges. Das habt ihr euch gewünscht, richtig? Interaktivität. Es gibt Live-Challenges, die ihr dort macht. Geht zu einer Netzwerkveranstaltung. Mache dort einen Elevator-Pitch.
Wende die Wingman-Technik an, wende den Narrativ an. All das gibt es als Challenges. Oben reale Handlungen durchführen. Das ist die Spitze der Netzwerkpyramide. 90-100% davon werdet ihr euch lernen und es immer wieder anwenden können. Gebt da gerne mal ein Feedback in den Chat. Ist es das, was ihr wollt? Haben wir das in die richtige Richtung entwickelt? Gerne ein Ja, wenn euch das so zusagt. Das Workbook ist für deinen Erfolg. Ich denke, es wird Spaß machen, damit zu arbeiten. Es ist ein schönes, aber auch ein schlankes Design. Es ist nachvollziehbar, was dich Schritt für Schritt die Netzwerktreppe nach oben bringt. Perfekt, passt, klingt gut, sehr gut. Ja, ja, Daumen rauf. Danke dafür. Das Masterclass-Workbook ist für deinen Erfolg. Du hast gerade mit 5 Personen den Empfehlungscheck gemacht. Wir schlagen vor, es mit 50 Leuten zu machen. Ich sagte vorhin, du brauchst keine Tausende von Kontakten, Qualität vor Quantität. Wenn du mit 50 aktiven Kontakten zusammen bist und die alle ihre Schatztruhen für dich öffnen, da hast du richtig was gewonnen. 50 Schatztruhen, jeder mal aller mindestens einen Kunden, mal dem, was du verdienst im Durchschnitt, ja, gib dir mal, was da zusammenkommt. Was bringt dir die Masterclass? Du nutzt den effizientesten Vertriebsweg von allen. Du kannst dir die Zeit für den ganzen anderen Mist künftig sparen. Durch Vitamin B kommst du direkt zum Entscheider. Warum habe ich mit der Sparkasse Coachings gemacht in Leipzig? Weil der Vorstandsvorsitzende ein Fan von mir ist. Deutsche Vermögensberatung. Warum habe ich da Schulung gegeben? Warum hat der MDR die Reportage mich gemacht? Ich habe die nicht akquiriert. Alles Vitamin B. Arbeite nur noch mit deinen Wunschkunden zusammen, auf die du Bock hast. Wenn du irgendwie eine Werbung schaltest, wer meldet sich denn da bei dir? Willst du die Leute überhaupt? Es ist so schön, es macht so viel Spaß, mit Wunschkunden zusammen zu sein, mit euch hier in diesem Webinar zu sein. Wie geil sind die Business Speed Datings? Ihr wisst es, es macht einfach nur Spaß. Ein Thema, wo ich selber nicht drauf gekommen wäre, das haben mir andere gesagt. Irina. Irina ist eine Netzwerkmaus. Netzwerkmaus ist einer von den 4 Netzwerkertypen. Für sie war es die Hölle auf Erden, auf solche Veranstaltungen zu gehen. Wenn da so viele fremde Menschen sind, kannst du dich da ein bisschen reindenken? Ne? Magst auch du es nicht unbedingt, wenn da viele fremde Menschen sind? Wir waren zusammen Aussteller auf einer Messe und nachdem ich am zweiten Tag einen Vortrag auf der Bühne gehalten habe, sage ich, Irina, komm, jetzt machen wir das, was ich dir versprochen habe in der Mastermind-Gruppe. Jetzt gehen wir zusammen rum und ich zeige dir, wie du mit anderen Ausstellern netzwerken kannst. Da winkt sie ab, Roman, das ist schon erledigt. Ich habe das angewendet, was du uns gezeigt hast bei der Mastermind-Gruppe. Ich habe schon den ersten Tag gestern auf der Messe schon wie verrückt genetzwerkt. Das macht so richtig Spaß. Danke, danke, danke. Von der Netzwerkmaus zu einer Netzwerkerin, die auch Spaß daran hat. Es geht um Selbstbewusstsein auf Veranstaltungen. Wenn du Online-Werbung schaltest, Kunden, die online kaufen, die vergleichen Preise. Wer sich aufgrund einer Empfehlung schon vorher für dich entschieden hat, zahlt dir das, was du wert bist. Spare die ganze Zeit, du mit Social Media Texte aus den Fingern saugen, wie du mit Akquise, mit Leute anschreiben. Spar dir die ganze Zeit, die du aktuell verlierst und hab dafür mehr Freizeit. Mit deinen Hobbys, mit deiner Familie, mit allem, was du gerne tust. Entwickel dein Business weiter. Jeder, der mal dabei war in der Mastermind, in der Masterclass, ist auf neue Ideen gekommen, wie er sein eigenes Business weiterentwickeln kann, was er noch selber tun kann. Lerne spannende Menschen kennen. Das hier ist Paraguay, wo du auch gehst und stehst. Du kannst Veranstaltungen doppelt nutzen. Du kannst auch Business-Veranstaltungen, Freunde finden und mit Freunden kannst du Business machen. Es gibt Leute, die hatten vorher immer so eine Hemmung, über Business zu reden, bis sie verstanden haben durch die Masterclass, dass Netzwerken helfen bedeutet.
Man geht nicht dahin, um irgendwem irgendwas aufzuquatschen. Man interessiert sich für die anderen und schaut, wie man Menschen helfen kann. In diesen Zeiten ist das Helfen so wichtig geworden, ihr Lieben. Netzwerken ist so viel mehr als Aufträge. Als ich hier verletzt im Bett gelegen habe, auf dem Yoga-Unfall, die vom Hotel und andere haben mir geholfen, weil ich die so fleißig mit Mango und Ananas gefüttert habe, weil ich respektvoll zu den Menschen bin, weil ich denen helfe. Ja. Netzwerken ist Helfen in Gesundheit, ist der Familie helfen, der Familie der anderen helfen. Ein Geschäftsfreund hat eine Tochter, die jetzt in Berlin studiert und einen Studienplatz braucht. Und du kannst vielleicht helfen. All so etwas, das ist Netzwerken. Netzwerken baut Brücken über das, was Egoisten aufgerissen haben. Willst du ein Brückenbauer sein, dann schreib gerne ein Ja in den Chat. Willst du anderen helfen? Willst du deinen Freunden helfen? Neue Freunde im Privatleben haben und beliebter werden. Ja, was glaubst du, was die Konsequenz ist, wenn du anderen hilfst? Ich war mit Tobias Beck, wir kennen uns von einem Webinar in Malaysia. Wir kennen uns, bevor er berühmt geworden ist. Ich sitze in seinem Seminar, in seiner Masterclass of Personality und mir fallen die Dinge auf, die Tobias Beck falsch macht. Das musste er erst mal bringen. Ich bin ja froh, wenn ich 100 Leute habe in meinem Seminar. Tobi hat 1000. Ich sitze hinten, stelle fest, das Seminar, die seine Personality Masterclass, die kenne ich aus Malaysia. Er hat eine Lizenz erworben von dem, was wir dort gehört haben, oder hat zumindest seine eigene Masterclass inspiriert nach dem von Malaysia. Und dann habe ich dem Tobi ein Feedback angeboten, wo er in meinen Augen Dinge gemacht hat, die nicht rund waren. Da saß ich mit einem DIN A4-Blatt und habe dem Tobi gesagt, was er in meinen Augen ändern könnte, weil ich dieselbe Ausbildung durchlaufen habe wie er und das Originalseminar kenne. So, er war mir so dankbar für diese Tipps. 15 Minuten Gesprächszeit sind so 45 Minuten geworden, dass er nachher den Podcast mit mir aufgenommen hat. Das ist Netzwerken, das ist Helfen. Nicht an sich denken, an andere denken. Bei seinem Auftritt in Dresden 2019, als hätte ich nicht ohnehin ein VIP-Ticket für die erste Reihe gehabt, ne, wurde ich eingeladen, von ihm mit ihm Backstage hinter der Bühne zu sein. Vor 1000 Zuhörern, das war geil. Möchtest du beliebter werden? Möchtest du mehr Freunde haben, auch im Privatleben? Möchtest du deine Geschäftskontakte motivieren und all diese Schatztruhen für dich öffnen? Möchtest du immer genug Kunden haben und sicher durch die Krise kommen? Ich sage es nicht gerne, wir haben so eine schöne Stimmung gerade, aber ihr Lieben, das ist doch die Wahrheit. Es geht gerade erst los in Deutschland. Und da dürfen wir uns nicht verstecken vor der Wahrheit. Ihr seht es selber, was passieren wird, wenn die Heizkosten erstmal steigen und wenn Betriebe dort schließen werden. Das wird eine schwierige Zeit. Und als Egoist, der vor dem Laptop seine Online-Anzeigen schaltet und irgendwelche Leute in LinkedIn oder sonst wo anschreibt, der wird kein Krisengewinner sein. Nein, nein. Diejenigen, die sich jetzt vernetzen und zusammenhalten, das werden die Krisengewinner sein. Lass andere deinen Vertrieb machen. Das ist so großartig, wenn du Nachrichten bekommst. Jawohl, Patrick hat sich angemeldet. Darf ich vorstellen, das ist Roman. Ihr könnt zusammen telefonieren wegen der Mastermind-Gruppe. Hallo Michelle, ich vernetze dich heute mit Roman, dem besten Networking-Trainer Deutschlands. Würde dir es gefallen, wenn du deine Kunden auf dem Silbertablett serviert bekommst von deinen Netzwerkpartnern, würde dir das gefallen? Schreib ein Ja in den Chat. Und ich sage dir noch was zum Abschluss. Die wirklich großen Geschäfte laufen nur über Vitamin B. Ihr seht mich links im Außenhandelsministerium von Panama. Das war eine Delegationsreise mit Botschafter, Außenminister, Wirtschaftsminister. Da haben sie Geschäfte gemacht, aber fragt nicht nach Sonnenschein. Die neue U-Bahn-Linie von Panama, die Chinesen und die deutsche Firma Herrenknecht in der Endausscheidung. Die Deutschen haben den Auftrag geholt. Warum? Vitamin B, Networking. Die haben da ein Flugzeug vertickert
12 Millionen Dollar, 10% Empfehlungsprovision. Das sind 1,2 Millionen Dollar Provision mit einem einzigen Deal. Wie geil ist das denn? Rechts seht ihr mich auf dem Balkon der Kantine vom Reichstagsgebäude. An meiner Schulter das Bundeskanzleramt. Da habe ich vor 3 Jahren Silvester gefeiert. War ziemlich geil. Bin ich da hingekommen wegen Kaltakquise? Nee. Hat Angela Merkel meine Facebook-Werbung gelesen? Nee. Vitamin B, Beziehung. Was ist die Masterclass wert? Lifetime. An der Stelle frage ich immer gerne, was dürfte dieses Programm denn wert sein, wenn man so viel damit verdienen kann? Erinnerung, die aktuelle Mastermind, habt ihr gerade gesehen, die meisten sind im Goldpaket für 7.000 Euro. Die letzte Masterclass, die alte Version waren knapp 5.000. Die erste Mastermind waren 3.600. Ihr wisst, dass wir da drunter kommen. Ihr wisst es. Aber ihr seht, wie es von Jahr zu Jahr immer besser geworden ist und auch deswegen natürlich der Preis angepasst wurde. Und ich verspreche euch feierlich, dass es nie wieder unsere Online-Akademie zu dem Preis geben wird wie heute. Was dürfte ein solches Programm wert sein? Unbezahlbar, schreibt Karin, aber trotzdem gerne mal eine Zahl in den Chat schreiben. Ich verspreche euch, es ist für jeden erschwinglich und es wird für ein bis zwei Empfehlungen wird es schon amortisiert sein. Schreibt mal gerne eine Zahl in den Chat. Was wäre euch ein solches Programm wert nach allem, was ihr gelesen habt? Das interessiert mich jetzt. Da geht es ja auch um Wertschätzung vor dem, was wir mit viel Mühe entwickelt haben. Ich wiederhole, Lifetime Akademie, das ganze Leben lang. 2.500, schreibt Emmy. Was ist mit den anderen? Traut sich keiner? Birgit, 5.000. Was denken die anderen? Zweitausend gerundet, 10.000. Ach, Katja, das wäre schön. Das wäre ja mehr als vorher. Aber danke, das ist viel Wertschätzung. 2.000. 1.800. Ihr liegt ja alle im vierstelligen Bereich. Dann habe ich gute Nachrichten für euch. Was macht denn eigentlich meine Uhr? Ich habe ja gesagt, 90 Minuten. Es sind 90 Minuten. Mann, bin ich gut. E-Team plus 1.000. Oh, Beate, spannende Antwort, spannende Antwort. 6,99. Ich bin überzeugt, dass ihr mit ein bis zwei Empfehlungen, klar, das hängt jetzt von der Branche ab. Na, wenn es jetzt Hundefutter ist, dann ist es noch nicht ein bis zwei Empfehlungen, wobei aufs Jahr hochgerechnet. Ihr habt das ganz, ganz schnell raus. Der Einführungspreis sind tatsächlich unter 1.000. Es sind 897. Und weil oft danach gefragt wird, bieten wir eine faire Ratenzahlung an mit einem sehr überschaubaren Inflationsaufschlag. Sehr überschaubar. Da zahle ich noch drauf. Das ist mal echt fair, oder? 199 Euro im Monat habe ich euch genauso versprochen, kann sich jeder leisten. Richtig? Bonus. Das Workbook, was wir, also vor allem die liebe Sonja Morosch, mit viel Liebe erstellt hat, gibt es gratis dazu. Und das ist ein echter Erfolgsgarant, dass ihr ins Umsetzen und ins Handeln kommt. Es gibt Bonusmodule, Verhalten auf Veranstaltungen, die Challenges, dass ihr das auf den Events umsetzen könnt. Zusatzmodul, Narrativ und Wingman, Aufbau deiner eigenen 50er-Liste, die aus dem Empfehlungsteam werden mir zustimmen, dass so manch einer darüber noch ein bisschen stolpert. Die 50er-Liste ist wichtig. Es gibt ein Bonusmodul, wie die 50er-Liste erstellt wird.
ihr also eine Inventur macht in eurer Schatztruhe der Kontakte. Zusatzmodul Kontakte reaktivieren. Wer von euch war letzte Woche dabei? Hat euch das gefallen? Haben wir aufgezeichnet, ist dabei. Freiticket für den Visionsabend. Wer war schon beim Visionsabend dabei? Ist der Visionsabend eine großartige Veranstaltung? Auch da sehen wir uns live und tauschen uns aus. Und absolut unbezahlbar, wie schon gerade Katja geschrieben hatte, Lifetime-Updates. Wird das auch für dich funktionieren? Ja, weil es ein Rezept ist. Was passiert, wenn du ein Kochbuch nimmst, ein Rezept liest und mit denselben Zutaten, in derselben Reihenfolge, dieselben Schritte machst? Du hast dasselbe Ergebnis. Dasselbe Ergebnis wie die erfolgreichen Leute aus 2 Jahren Mastermind-Gruppen, aus 2 Jahren Masterclass of Networking. Auch du wirst sagen, geil, Umsätze verdoppelt, ich bin knapp vor der Millionen. Ja, ich habe gerade mal die Hälfte umgesetzt und 70.000 Euro verdient. Auch das wirst du bald sagen. Du stehst vor einer Entscheidung. Möchtest du künftig netzwerken und deinen Kontakten helfen? Oder möchtest du deine Kunden nerven, dir krampfhaft Inhalte aus den Fingern saugen für Social Media, Werbung schalten, damit garantiert mehr Geld verbrennen, als die Investition in die Masterclass kostet? Willst du jeden Tag Leute anschreiben? Willst du Spam-Nachrichten schicken und frustriert sein, weil sie eh nicht gelesen werden? Oder möchtest du jetzt Profi-Netzwerker werden und helfen? Und ihr seht nun hier, CopeCard, übrigens mehrwertsteuerfrei. Ihr habt jetzt diesen Link im Chat. 897. Ihr tragt eure Daten ein, Ratenzahlung oder Normalzahlung. Dann seid ihr schon sofort in unserer Online-Akademie. Das Arbeitsbuch können wir nicht gleich rüber beamen. Das braucht ein paar Tage mit dem Postweg. Gib dem mal eine Woche Geduld. Aber ja, du kannst schon einmal hereinschauen. Jetzt könnt ihr euch dieses Angebot sichern und in einer Woche starten, in einem Monat starten, immer wann ihr es möchtet. Jetzt steht hier vor einer Entscheidung, wie soll es weitergehen? Wie soll es weitergehen mit euch, mit eurem Business? Wollt ihr weiter euren Kunden hinterherlaufen? Wollt ihr viel Zeit reinstecken, viel Mühe reinstecken? Oder darf es einfacher gehen? Vielen Dank, lieber Roman. Ich habe heute untereinander dieses gelernt. Untereinander. In der Vergangenheit war ich öfters der Meinung, wenn derjenige nicht mein Partner geworden ist, was soll er denn als Nicht-Interessent weitergeben? Er hat doch den Fokus gar nicht darin. Ich werde es anders sehen. Wunderbar, das freut mich. Welche Fragen sind offen? Ansonsten würde ich auch gerne denjenigen die Gelegenheit geben, etwas zu sagen, die mich schon ein wenig kennen. Wir haben das vorher nicht abgesprochen. Wolfgang, wenn du was sagen wolltest, könntest du das tun. Mich jetzt auch voll reinreiten und sagen, dass doch alles doof ist. Maximilian könnte was sagen. Attila sehe ich hier. Annette könnte etwas über unser Privatcoaching sagen, Birgit könnte was sagen, Attila könnte was sagen, ihr müsst nicht. Ich habe euch hier mal einfach reihum angeklickt. Wenn ihr etwas sagen möchtet, könnt ihr das tun. Wenn ihr nicht wollt, müsst ihr das natürlich nicht. Wenn jemand Fragen hat, dann in den Chat schreiben. Mehrwertsteuer kann nicht sein, Frank, weil es eine Auslandsfirma, die ist ohne Mehrwertsteuer. Im Übrigen bist du im Team, hab gesagt, Team, bitte noch warten. Wolfgang, was sind deine Erfahrungen? Erzähl mal, wie ich die ganze Zeit gelogen habe, alles ganz anders war. Ja, das ist ja immer alles ganz anders, als man sich das vorstellt.
Aber ich war ja in dem Kurs dabei und ich war einer der wenigen, die von Anfang bis Ende durchgehalten haben. Und bin ja auch jetzt noch im Erfolgsteam, auch danach noch geblieben, was ja allein schon aussagt, dass es positiv war. Jawohl, das stimmt voll. Ich lese gerade etwas überraschend im Chat, dass es dort Mehrwertsteuer gibt. Sollte bei einer Auslandsfirma nicht sein. Da wende ich mich mal gerade live an unseren Support. Den habt ihr euch ja auch gewünscht, ne? Vielleicht sprecht ihr einfach weiter, während ich das mal gerade telefonisch kläre. Ja, ich bin's Attila, dann sage ich auch noch mal was dazu. Ich bin beim Roma, den habe ich mit der Empfehlungsexplosion kennengelernt. Den habe ich, es war ein Wochenendkurs und bin jetzt seit fast einem Jahr im Empfehlungsteam. Und ich habe 15 Jahre Vertrieb, 15 Jahre im Verkauf, 15 Jahre im Vertrieb als Account Manager beim großen Konzern und habe beim Roman extrem viel dazugelernt. Ja, also da denkt man, da macht man alles schon sehr gut, aber der Roman hat mir dann noch mal gezeigt, da geht noch viel mehr. Da kann man noch eine Schippe drauflegen. Danke dafür, Roman. Genial, was du hier anbietest. Habe auch viele Angebote von Coaches gekriegt für Beträge, fünfstellige Beträge, hohe vierstellige Beträge. Und ich bin mir sicher, da ist sehr viel Gelaber und Laberababer. Und du bist halt wirklich ein Macher. Ja, bei dir kann man es wirklich gleich umsetzen, die Dinge. Also herzlichen Dank nochmal. Ja, vielleicht schließe ich mich gleich dem Vorredner an. Ich bin ja schon seit 8 Monaten Mitglied im Empfehlungsteam. Ich habe noch keine vorhergehenden Kurse bei dir gemacht, aber ich erkenne ja jede Woche im Empfehlungsteam diese großartigen, ja, unser gegenseitiges Empfehlen. Und damit fällt bei mir diese lästige Kaltakquise weg, weil ich jede Woche neue Team- oder Kontakte erhalte. Und das wirklich die effizienteste Methode ist, Leute zu kontakten. Und mich interessiert dieser Kurs schon. Man kann sich ja ständig weiterentwickeln. Und das muss man ja auch heutzutage ganz besonders. Also ich kann Roman nur empfehlen, als coolen Typen, der es jederzeit auf den Punkt bringt. So viel von mir. Gut, dann mache ich mal jetzt gerade weiter. Ich kenne den Roman jetzt seit 2017 und ich durfte damals ja in den Genuss kommen, mit einem 1:1-Coaching mit ihm zu arbeiten und muss sagen, dass ich von seiner ja doch sehr direkten, klaren Art sehr, sehr begeistert war. Auf den Punkt gebracht, nicht irgendwie um den heißen Brei gesprochen. Und ja, der Roman hat mich damals unterstützt, als ich noch sehr, sehr am Anfang stand, auch mit der Konzeptfindung, mit dem Herausarbeiten, wo geht es überhaupt hin, in welche Richtung, was brauche ich, sind meine Stärken. Wir haben ein Programm erarbeitet für meine Retreats und auch, wie geht es nach außen. Und ich denke da sehr, sehr gerne dran zurück. Und es war so der erste Meilenstein für mich. Und insofern, ich verfolge den Roman immer, was er so macht und tut und habe auch seine Bücher gelesen und ja, finde ihn einfach toll. Jawohl, danke an euch. Maximilian schreibt im Chat, bin in mehreren Netzwerken, Return of Investment bei Roman nach 8 Wochen. Sonst gibt es so etwas nicht, hat er direkt geschrieben. Ich möchte dir Danke sagen. Einerseits, weil du meinen YouTube-Kanal abonniert hast und andererseits, weil du dieses ausführliche Video bis zum Ende gesehen hast. Du hast dir Zeit für dieses Video genommen und damit hast du irgendwo auch meine persönliche Zeit gespart. Denn hätten wir jetzt persönlich gesprochen, hätte ich dir das alles separat und dir einzeln erklärt in einer langen Präsentation, hätte ich jetzt weniger Pura Vida gehabt. Dafür möchte ich mich bei dir bedanken mit einem Gutscheincode. Ich schenke dir 100 €, wenn auch du heute in das Online-Programm, in die Online-Akademie, in die Masterclass of Networking kommst. Und dazu zeige ich dir, wie das möglich ist. www.masterclassofnetworking.de.
Und hier kannst du nochmal alles nachlesen, was du ohnehin schon im Video gehört hast. Ja, meine kleine Geschichte in 2 Minuten, die Geschichte vor dem Auswandern. Referenzen von denjenigen, die bereits teilgenommen haben, Masterclass und Coaching-Erfahrung. Und dann, ja, ich will zur Masterclass. Hier siehst du es dann nochmal, den Normalpreis 897. Und wenn du hier unten als Gutscheincode Pura wieder eingibst, Pura wieder, dann siehst du hier einen Rabatt von ja, knapp 100 Euro. Dazu möchte ich dich einladen. Und ja, wie geht's dann weiter? Lass uns nochmal zusammen reinschauen in die Akademie. So schaut's dann aus. Hier kommst du dann gleich zur Begrüßung, wo ich dich dann einmal herzlich willkommen heiße, dir erkläre, wie unsere Akademie aufgebaut ist. Du kannst schon mal hereinschauen und in etwa einer Woche dürfte dann auch das Arbeitsbuch bei dir ankommen. Also, ich freue mich, wenn du dabei bist und sage herzlich willkommen in der Masterclass of Networking der Online-Akademie.